bin weg. Weg. So, Mutter. Oh, hier ist es dunkel. Es ist dunkel, Senorita. Oh, ich sehe in your face. Das könnt ihr auch singen, wenn ihr wollt. Oh ja, Tani, lass uns das zusammen singen. Soll ich dir mal einen Fanboy zeigen, der Spaß hat? Oh ja. Guck mal hier. Der Kleine hat richtig viel Spaß. Auch jetzt hast du ihn verärgert. Och Mensch. Ja. Tani, sollen wir das singen? Oder wir singen Skandal im Sperrbezirk. Das passt doch auch. Ja. Was ist das? Ja. Dann müssen wir nur ein paar Wörter austauschen. Und das alles spielt im Jahre 2200 und noch etwas. Dann singen wir aber nicht in München steht ein Hofbräu aus, sondern in New Vegas. Oder so. New Vegas steht ein Hofbräu aus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt Pflaster keine Chance hat. Und jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Junge, ich hab die Zeit vergessen. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sich die Füße platz. Skandal. Im Sperrbezirksskandal. Wir sollten aufhören. Es war so genial, wie wir Silvester dazu dem Lied abgegangen sind. Wir wollten es schon fast aufnehmen, ne, Tani? Mhm. Weil wir einfach so Fun hatten. Soll ich euch jetzt mal kurz einbauen, weil ich muss mal das Klo besuchen. Ja, das Klo wird nicht besucht. Besuchszeiten sind nur von bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr? Ja, danach darfst du nicht mehr aufs Klo. Ja. Na gut, schön, dann mach ich... Schön hinsetzen, ne? Guten Rutsch. Guten Rutsch. Hinsetzen ist nur wichtig, wenn man es nicht selber wegmachen muss. Wenn man es selber wegmacht, dann kann man auch genauso gut im Stehen pinkeln, weil es ist die eigene Pisse, in der man steht. Können wir über andere Sachen reden? Ach ja, und? Lass uns über Nutzen reden! Und wenn Besuch kommt, vorher die Toilette putzen. Nee, leicht nach Namen, glaube ich. Was, über Nutzen reden? Ich möchte über Nutzen reden. Sei, warst du schon mal jemals dabei, eine Nutte zu bestellen? Hast du jemals daran gedacht? Ja. Echt? Ja. Und woran ist es gescheitert? Warum nicht? Kein Bock. Zu geizig. So nötig habe ich es dann doch nicht gehabt. Ja, ich glaube auch, ich wäre zu geizig für eine Nutte. Wie viel kosten die? 100 Euro? Ja. Außer du nimmst die billige da, aber die ist... Ja, kennt man den Unterschied zwischen Pilzen und den billigen Nutten? Ich habe ja gestern... Pizza! Ich hab's ruiniert, ist okay. War ich ja ziemlich lange wach und dann kam da diese Sexwerbung, ne? Aber die singen ja immer die Telefonnummern. Ich kann die jetzt noch auswendig, ey. 09012, 6 mal die 6 oder so ähnlich. Nee, 08054646. 4646. Kannst du anrufen, kostet Geld. Heike! Hallo. Oh mein Gott! Ich hab nur rumgezappt und ich hab das Lied nur einmal gehört, ne? Ich schwöre, ich guck mir das ja nicht an. Aber dann singt die da. 185, 4646. Heike, warst du da? Was? Nö. Achso, kann das sein. Ich bin nicht wieder da, ja. Achso, ich dachte, das wäre noch vom Klo, das Geräusch. Ja, das hätte auch sein können, ja. Schon Porzellan, das war eine gute Wurst. World of Warcraft Stuhl. Naja, weil kann gar keine Wurst gemacht haben, weil Männer sitzen immer ganz lange auf dem Klo danach. Die nehmen mal eine Zeitung mit oder iPad oder irgendwas. Gar nicht. Das stimmt allerdings. Nur wenn es gemütlich ist. Ja, aber Toiletten sind auch so gemütlich. Ja. Wenn die warm gesessen sind. Ja, aber er meint jetzt allerdings, wenn jetzt Dünnpfiff ist, dann ist es ja nicht mehr so gemütlich. Dann muss man ja harte Arbeit leisten und ja. Mutterstelle abmachen, wo es top und. Wo seid ihr hingelaufen? Der Hintern rot wird. Ich bin irgendwo wahrscheinlich schon mal warm. Ich habe eine Kiste gefunden und in der Kiste ist eine Kiste drin. Oh. Yeah! Ah, das ist wahrscheinlich da, wo ich gerade bin. Hallo. Wo seid das ihr? Ist, da oben? Das ist Inception, ist das. Hallo. Meine Kollegin letztens auch, da hat die irgendwie so einen Patienten von uns von vorne geholt. Und wir hörten nur, wie sie so ganz freudig rief: Hallo!
Aber richtig so. Hallo, sagte sie. Oh, eine Kiste. Hauptsache Spaß bei der Arbeit. Ja. Leica ist da wahrscheinlich jetzt auch gerade an der Stelle. Hier sind zwei Knöpfe drin. Ja, und da war auch noch eine Kiste drin in der Kiste. Das war grandios. Wo seid ihr denn jetzt? Ich wollte ja zu euch kommen, aber ihr lauft die ganze Zeit weg. Warte mal, ich komme mal zu dir. Wir verstecken uns. Ich bin schon da. Also, warte, ich bin ja nicht so hässlich, oder? So. Warte kurz, abchecken. Nein, Leica. Also, falls du interessiert, Leica sieht wirklich nicht gut aus. Was? Vor allem, wenn sie morgens aufsteht. Oh Gott. Quatsch. Warum bist du dann mit mir zusammen, wenn du mich jetzt nicht findest? Bin ich jetzt zusammen? Notlösung. Ja, hab ich das auch immer gesehen. Er hat nichts anderes gefunden. Nee, er wollte auch mal, dass Leica denkt, er würde geliebt werden und so. Ich denke ja auch für deinen Freund. Sagen wir so, da ich Leica so gerne mag, wollte ich ihr einfach mal das Gefühl geben, als ob man sie mögen würde. Ach so. Ja. Sie ist ja auch noch eine feste Überzeugung, dass wir Freunde sind. Ja. Boah, Tandy, ich musste mir das mal so vorstellen, wie wir so in 10 Jahren Minecraft spielen letztens, ne? Das ist so, und dachte ich so, boah, in 10 Jahren, dann sitzen wir immer noch da und dann sagen wir, boah, weißt du noch damals, wo du ausgezogen bist? Da haben wir noch mit so 15 Jahren, Folge 2000, das war noch Zeit. Ja. Da haben wir noch mit 15-jährigen Leuten aufgenommen. Ja. Genau. Da war die Salami noch frisch. Hallo? Tani, wolltest du nicht hierher kommen? Ich dachte, Ich bin doch hingegangen und dann bist du mir nie nachgekommen? Nee, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Ich habe auf Tani gewartet eigentlich. So. Hallo, warum haben hier jetzt alle Zombies eine Rüstung? Soll ich helfen kommen? Bei diesen Modeerscheinungen. 085. Ist auch, der hat auch keinen Kopf, aber trotzdem. Oh, Schleim. Oh, was will er denn? Er will ein bisschen Stress haben. Der eine hat Goldhelm gedroppt. Und ich habe schon wieder nichts zu essen, das gibt's doch gar nicht. Ich habe ein bisschen. Ich hab. Alter. Das ist das Einzige, was ich hab. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich laufe immer in dieselbe Richtung. Weil ich zuletzt eure Namen hier gesehen habe. Aber ich bin hier falsch. Ich kann es dir abgeben. Ja, ist nicht. Reicht schon. Ich gehe mal hier lang. Dankeschön. Oh, hier ist Kohle. Wer hat denn die Kohle drin gelassen? Hier ist noch alles dunkel und ganz viel Eisen und Kohle und. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin irgendwo ein Spawner. Ja, ich höre hier. Hab's im Urin. Was? Im Urin. Im Urin. Brennt ein bisschen, aber sonst. Oh Mann, ey. Das passt gerade so schön, weil ich gerade auf Toilette war. Ihh. Er ist auch Urin. Tani, ich buddel mich zu dir. Scheiße. Ich komme zu dir. Verdammt! Darf ich nicht kommen? Oh, ein Zombie war da gerade. Nein. Aber ich habe Eisen gesehen. Jetzt. Mal gucken, was hier noch so scheiße ist. Scheiße. Lecker. Endlich mal noch mal so eine leckere Nutella-Wurst hier. Wo seid ihr denn? Ich bin hier so ein. Alter, Leica, du hast mich doch eh noch gesehen. Ich bin ja, ihr seid da hinter den Wänden immer. Ich bin so einen großen Tunnel runtergesprungen. Ich seh Achtung, dich. Da kommen zwei Zombies hinter dir, Leica. Oh, Fanboys, hallo. Was wollt ihr denn? Autogramm? Foto? Ah! Ich bin für alles bereit. Apropos Fanboys, weg damit. Stirb. Haben wir uns hier hochgesteckt? Vorne? Oh, ist das ein Baby-Zombie? Nee, ist ein großer. Der ist schon groß. Ah, hier waren wir schon mal, Tani. Ich kann mich erinnern. Waren wir hier nicht mit Nock? Nee, da waren wir alleine. Da haben wir irgendwas gesucht. Ich glaube, Kohle haben wir gesucht, weil wir überhaupt nichts mehr hatten. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, an die Folge. Hab Eisen da gelassen? Ja, wir haben alles liegen gelassen. Da haben wir noch sogar in der Folge gesagt, ja, wir lassen jetzt erstmal alles liegen, weil wir suchen. Wir haben irgendwas gesucht. Und dann haben wir extra gesagt, und da dachte ich mir so, boah, wir müssen da irgendwann mal hin zurückkehren. Ei, ich bin gerade im Kreis gelaufen, jetzt bin ich wieder bei der Kiste, wo die Kiste drin war. Good heaven. Da oben geht's noch voll weiter, da ist alles noch dunkel. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir hier reingerannt sind und alles liegen gelassen haben.
Ich weiß aber nur, dass wir gesagt haben, ja, wir wissen, wir lassen jetzt alles liegen. Aber wir gehen irgendwann später nochmal hier hin. Ah, ich mach mal ein Bild, ne? Ich muss ja Thumbnail-Bilder machen. Thumbnail. Tobi hat mir jetzt... Ich meine Thumbnails aus dem Internet holen. Tobi hat mir jetzt geschrieben, dass er jetzt Abendbrot essen geht. Keine Ahnung, was er vorher gemacht hat. Ja, aber ist ja egal, wir haben ja dich. Ja, ich bin ja noch da. Ja. Reicht schon an Schwachsinn. Kann man so sehen. Wo bist du hingegangen? Oh, guck mal, da ist eine Blume, Tani. Ja, und hier hinten ist doch alles dunkel, Alter. Wo? Oh. Wo sind die jetzt? Da. Ja. Wo seid ihr? Warte, ich sehe deinen Namen. Du bist rechts von uns irgendwo. Das heißt, du musst dich nach links drehen und da irgendwie in die Richtung laufen. So, warte, aber ich hatte schon immer eine Links- und Rechtsschwäche. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Falsch, wenn man die Hände... Da bist du doch. Wenn man die Hände hinhält, dann heißt es, bist du hinter links der Wand. Ist da, links ist da, wo der Daumen innen ist. Haltet mal eure Hände hin. Da. Hallo. Hallo. Meine Daumen sind beide außen. Ja gut, dann ja. Das ist auch kacke. Dann ist halt so. Links da, wo der Daumen außen ist. Aber wenn man halt die Hände richtig hat und nicht so... Hier kommen wir doch her, Tani. Ja, ich... Guck ein bisschen rum, ob noch irgendwo rum. Pass auf, und gleich sind wir wieder bei der Kiste, wo eine Kiste drin war. Am Arsch. So. Nee, komm, wir gehen hier zurück wieder. Da war es doch gut gerade. Die Kiste, wo die Kiste drin war, liegt am Arsch? Ja, ungefähr. An deinem Arsch. An meinem Arsch. Ah. Ja, an deinem knackigen Arsch. Was hast du jetzt gesagt, dass er knackig ist? Er hat knackigen Arsch, obwohl er keinen Hals hat. Ah! Man braucht keinen Arsch in der Hose, um wer hat mich Hals, um keinen Hals. Wie auch immer. Man braucht keinen Hals, um einen Arsch in der Hose zu haben. So ja, eben das. Wollte ich gerade sagen. Weil das sind zwei verschiedene Dinge. Es geht um knackige. Leute, die keinen Hals haben, haben auch definitiv keinen knackigen Arsch. Hallo? Willst du etwa Nikas Freund schlecht machen? Bist du hingegangen? Ja, natürlich, ich will alles schlecht machen, was Nika gehört. Was macht ihr da? Mach dich selber schlecht, los! Ich gehöre was ihr hier nicht. Was wir hier machen? Ja. Arbeiten. Genau. Ja, erstmal voll rumwürgen. Nein, du hast da Kohle übersehen. Schäme dich. Schäm du dich doch. Dann würde ich mich schämen, ich bin super. Wer es glaubt, wird selig. Oh, ich werde selig. Ja, klar. Hier, buddel mich ein, du dumme Hure. Buddel mich ich ein. Bin ein Mann. Na, du. Hure. Du dummer Hure. Ich dachte, Tani hätte mich eingebuddelt. Nein. Hat man gar nicht gehört, ne? Hallo? Wegen Nike ist meine Spitzhacke kaputt. Hässliche Kuh. Außerdem habe ich... Ich habe gerade Folgen benannt. Und da ging's um die dumme Hefekuh. Oh, der Enderman. Guck mich an. Bei der einen Folge so lachen, wo wir da mit dem Minecart rumgespielt haben. Also wir beide waren das, glaube ich. Du wolltest ganz schnell irgendwo hin und dann, die blöde Arschbeck-Kuh. Und ich hab die Beine. Oh, hier ist alles dunkel, hier wo wir jetzt sind. Der Enderman ist weg. Ja, hier geht's viel weiter. Es ist super dunkel und es geht super weiter, Naika, du bist voll neidisch, Nein. Ja, ich komme jetzt zu euch. Ich komme! Schon wieder? Ja, Mädchen, Frauen können das viel öfter als Männer. Aha. In your face, sammelst du eine Kohle ein, ich schmeiß sie immer runter. Wo seid ihr? Das ist Mann, ey, warum bin ich die ganze Zeit alleine? Sonst seid ihr doch immer die ganze Zeit. Hallo! Kannst mich nicht finden. Wo seid ihr? Oh, Kohle. Deine Augen mit Schatten bedeckt. Wir sind in einer Mine. Ja, hier unten. Ich sehe auch eine Mine. Nike? Zufällig. Nee. Scheiße. Hier ist die Leute. Kiste, wo die Kiste drin war. Aber warte. Tani. Ja, warum ist Einkaufen besser als Sex? Ah ja. Wenn du da immer das bekommst, was du willst. Genau, wenn du nach dem Einkaufen nicht glücklich bist, kannst du immer noch kannst du das immer noch umtauschen und holen, was dich wirklich glücklich macht, genau. Das hat die Dings von Fallout gesagt, dein Sexbot. Andrea, die ist super geil. Ich habe einen schizophrenen Sexbot. Yay! Yeah. Wer singt da gerade so schön? Die Tani, die singt hier von Star Trek. Oh.